Deine Zirklinge haben ein bisschen Schaden getankt und ich hab... Was machst du da? Ach, ich bin in keiner Gruppe mehr. Genau. Es ist schön zu sehen, dass man jetzt richtig viel sieht, was ich ausblenden muss, weil in der Mitte einmal richtig fett das stand und einmal unten rechts nochmal. Nett. Machen wir noch das Montagsmatch, oder? Ja. Und dann... war's das auch erstmal. Montagsmatch noch. Also, ja. Sollten langsam auch mal wieder... Ich weiß jetzt gar nicht. Man sieht hier nichts, wo wir platzmäßig gerade sind. Das ist halt Problem. Naja, egal. Montagsmatch hinterher. Ja, ich will nicht nur Protoss spielen. Protoss ist immer noch nicht gerade die beste Rasse von mir. Das stimmt, Wolf. Es ist schön, dass ich Wolf spielen kann. Ich kann auch Storms einsetzen, aber das war's dann auch. Ich kann auch noch Protektoren benutzen und die Force Fields einsetzen, das geht auch und dann hört's auf. Ja. Yeah, Versorgungstanker. Yeah, cool. Wir spielen gegen Saiki und Adrien. Das ist einmal Silber und einmal Platin. Und also, ja, Leute, ihr habt's immer noch gesehen, ich bin immer noch nicht gerankt im One-on-One, ich habe aber auch keine Zeit momentan. Ja, und ich bin halt aus Gold raus, hab mir auch hier mein Zirkling-Bild gegeben. Dann wird das schon. Terra. Protoss. Ist ja, nicht wahr. Thors. Ich bin auch Thors. GG, HF. Ich hoffe, ihr habt die letzten Matches nur Protoss gesehen. Ihr habt auch Dizak Protoss gesehen. Nur am Montag, glaube ich nicht. Richtig. Echt übel. Wo wir dieses geile Match hatten. Ja, war echt gut. Das Match danach, wo doch, wobei Dienstag. Dienstag war ich zerg, da habe ich hier mit meinen Banning gekegelt. Verlockt für mich einfach auf den Highground von denen zu gehen und da zu towern, ne? Ja. Ein teurer Spaß. Egal, ich probier's. Okay. Wenn wir es beide machen, sind wir ungeschützt. Dann bau du normal und ich. Hat ich vor. Der eine ist doch Zerg, ne? Ja, ich hoffe, ich komme jetzt auch direkt zum Zerg. Ah, da, der Zerg kommt zu mir. So, Standardplay erstmal wieder aufbauen, bauen. Ja, da kommt die Drone. Die willst du auf einem Wespengeisier platzieren. Was willst du machen? Mich nerven? Du bist beim Zerg. Ja, ja. Da, wo ich auch hin wollte. Gut, dann gehen wir mal hier scouten. Danach ziehe ich mich zurück. Natürlich Gas besetzen. Oh, man kann hier so richtig cheesy spielen, wenn man das will. Das zweite Gas hinterher. Warp Gate. Oh, die Cannon unten ist richtig bösartig. Der hat sich hier schon zugebaut, der Terra. Hui. Ja, dass meine Sonne angegriffen wird, ist ja klar. Töte den! Ja! Stachelkrabbler ist aber nicht so stark wie eine Kenne, wenn ich irre. Außerdem hat er auch nicht die Reichweite dafür. Ja. Also die haben die gleichen Reichweiten, das habe ich ja beim letzten Mal getestet. Ja, das also stimmt. Hier kannst du echt mega rumschießen. Oh ja. Ist dein Worker-Tool, Alter, hast du dich da oben eingegraben mit dem? Ja. Vergiss nicht dein Normal-Play. Ach ja, du baust dich vorne zu, okay. Ist ja praktischerweise, hast ja immer deine Echse um dich rum.
nicht genügend. Der andere pumpt ja geschmeidig. Ich würde jetzt gern schon Schmiede setzen. Dritte Pylon ist auch da. Weiterhin Worker pumpen. Was macht er denn jetzt? Ab, momentan ja. Gar nichts. Forschung abgeschlossen. Ja, die Frage, das frage ich mich halt, weil ich den halt gern angreifen würde. Also, er hat viele Stachelkrabbler halt gesetzt, ne? Ja. Er hat auch bestimmt das ein oder andere Mal eine Äxte geworfen. Naja, dann kannst du die jetzt ganz easy abräumen gehen. Hat er denn noch keine Army gepumpt? Nö. Das kam doch nicht. Okay. Könnt mir, aber weil der hochgetaggt ist, könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt Mutas kommen. Bei Mutas gegen Cannons? Ach, du hast hier oben. Ja, das ist natürlich auch eine geile Möglichkeit. Dich direkt oben in die Base bei dem reinzubauen. Ja. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Da kamen jetzt Wirklinge. Viele? Ja, schon einige. Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Ganz auf, ich setze hier meine Echse. Das ist geil. Zusätzliche Pylonen bauen. Ich weiß, dass ich Pylonen bauen muss und es ist klar, dass der Typ mich scannt. Weil er wissen will, was ich gemacht habe. Scheiße. Das habe ich gehört. Ja, ich auch. Aber vor... Oh, oh, bei mir oben. Ja, ich komme bei dir nicht rein. Ja, ich bei mir komme nicht mehr raus. Da hat er dich aber locker genutzt. Ja, mit dem kannst du... Ja, kill den Nihilus-Wurm so, ne? Hatte ich vor. Upgrade durchgeführt. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Halt der eine cheesed den anderen, ne? Der hat dich besser gecheesed. Yep. Hast aber auch nicht aufgepasst. Richtig. Und jetzt kommt erst die Schabenhöhle. Ich werde angegriffen gerade. Jetzt habe ich ein Problem, weil der hat die Banshees gemacht und ich habe nicht aufgepasst hinten. Ich krieg hinten richtig auf die Fresse. Ich habe dich zum Aufdecken. Yes, ich habe nämlich keine Robo gebaut. Alle weg, alle meine Worker sind schon tot. Ja. Das ist super. Das ist super, das ist der... Ja, toll. Das macht er genau richtig. Ich kann nichts machen. Und ich höre den nächsten Nihilus-Wurm und der ist bestimmt auch bei dir. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Es ist schön, ich habe auch keine Robo. Und ich finde es gut, dass mein Worker hier oben ein halbes Jahrhundert braucht, um das zu bauen, was ich brauche, um hier mich zu verteidigen. Das nimmt er mir gerade alles, was ich so gebrauchen kann. Komm schon, Pylon, Alter, komm! Wie lange braucht ein Pylon zum Fertigwerden? Wichtigstes Gebäude überhaupt, dann braucht er ein halbes Jahrhundert. Alter, ich krieg einfach kein Waffe rein. Er kommt wieder zu dir. Ach, du bist ja gar nicht mehr existent. Der hat nur Banshees gebaut.
weil ich keine Robo habe, räumt er mir einfach mal alles ab. Alter, nur Banshees! Du hättest das nicht machen sollen mit dem Schieß. Ja. Das war schlecht. Vor allen Dingen beim Zerg das zu machen ist ganz besonders, Bies, weil du den nie komplett abgeräumt bekommst damit. Anstatt dass wir uns einfach mal gemütlich in die Goldliga reinarbeiten, machen wir so eine Kacke und verlieren dadurch. Top. Absolut top. Ich find's auch genauso geil, dass sie mir unten alle meine Gebäude wegcrush. Und ich die Hobo nicht mehr bauen kann, weil mein Cybernetic Core dabei war und mein Pylon ist abgeräumt worden und. Alter, ich kann keine Typen mehr machen, ich kann keine Robo, der hat mich komplett am Sack, ich kann nichts bauen. Ich brauche einen Cybernetic Core, sonst habe ich hier komplett abgegrenzt, kackt. Mann, warum? Ein gezielter Schuss und nicht mal das kriegen die Spastis hin. Eine einzige Einheit kriegen die nicht mal getötet, alle zusammen. Das ist arm. Schön, dass meine Hauptgebäude alle nicht da sind. Alter, warum? Wir hätten das nicht spielen sollen. Gegen den Platin. Dann hast du nicht den Platin gekillt, sondern den besseren von den beiden. Den schlechteren von den beiden. Nein, der auch noch Platin ist der Wirt. Der andere spielt aber hier den besseren. Fuck. Was sind's? Ja, viele Banshees, ich weiß. Die Basis eurer Verbündeten lagert sich im Kampf. Ah, das ist ein GG. Keine Ahnung, die könnten jetzt theoretisch einfach bei mir rein. Also ich bin so gut wie tot. Das war einfach scheiße. Ja. Gegen Leute, die sowas können, sollte man auch nicht so einen Mist machen. Das war richtig unnötig. Ich habe mich dann konzentriert darauf, dich zu retten, habe keinen Detektor gehabt. Jetzt kommt erstmal ein Beobachter. Top. Yeah, eine Prop von mir hat überlebt. Bau dich bei mir auf, du kannst meine Hauptbase haben. Wenn ihr da rüber kommt, kannst du die Hauptbase haben. Alter, das ist so scheiße, ne? Ja, die hat's überlebt, aber ich habe keine Minerals. Ich auch nicht. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Wo ist deine Probe? Die hat sich bei deinen Herzern versteckt. Ah, okay. Weil das ist das Letzte, was ich habe. Wie viel fehlt dir denn an Minerals? 260. Danke. Kannst kaum glauben, aber ich kann mir Wobgates leisten. Was kranke Scheiße. Aber das, was ich schon gesehen habe, ey, da machen die uns fertig mit. Hätte der Vulganer zwei Zerken. Ich werde jetzt kommen die Banshees. Jetzt die Banshees kommen. Ja. Da kommen sie. Ah, es sind zu viele. Warte. Alter, bewegt euch wieder hoch, ihr dummen Penner. Gibt's doch nicht. Ich habe einen einzigen Pylon gemacht und dann kommt, sie haben nicht genügend. Jetzt muss ich 6 gleichzeitig bauen. Ja, ich habe beobachtet, ihr Spastis.
Also jetzt fehlt mir 60 Minerate. Fehlt dir gar nicht. Versuch's nochmal, aber die. Ach dir, die Benches kommen jetzt immer wieder. Ja, ich würde ja auch gerne mal Einheiten pumpen. Ich kann aber nicht. Ah. Immer wenn ich versuche zu pumpen, muss ich dich mit Minerals vollstopfen. Ja. Yeah. Ich habe ja zwei Beobachter hier. Ich kann Nexus Overlord schon die ganze Zeit machen. Ist schön zu sehen, dass ich da einen sinnlos stehenden Arbeiter habe. Ach, das ist deiner. Ja. Kann sagen. Ja. Ah, da sind sie. Da, oh boah, da ist alles. Alter, verzieht euch. Alter, ja, super. Das Wichtigste. Wichtigste, was ich noch hatte. Wichtigste, was ich noch hatte. Ja, echt. Mann, durch so eine Scheiße, wir konnten uns nicht mal wehren. Weil du einfach schon nichts hattest. Oh. Aber du bist auch so stur und setzt dann deine ganzen Resources dafür drauf, um das dann zu machen. Obwohl du siehst, dass du gegen den nicht durchkommst. Der konnte ja einfach weiterbauen. Da war ja klar, dass dann irgendwie was kommt. Ja. Das war schlecht. Ja. Haben wir noch eins? Ja, dann ist, ja. Ja. Das ist dann das. Das ist dann das Montags, dann sind die anderen beiden, dann ist das Kurze und die Niederlage dazu ist dann... Alter, das ist so... Wir können doch nicht in der Silbersohle Scheiße spielen. Ich will schon nochmal Gold kommen. Können wir uns nicht leisten, dann gegen die Leute, die dann wieder was können, wieder so... Ja, Diamant. Wenigstens kennen die sich nicht. Das bringt uns nichts. Der eine ist Diamant. Das heißt, der kann's. Ja, der kann's ja wahrscheinlich. Keine Ahnung, was der machen wird. Wird sich dann zeigen. Wir spielen auf Knochengraben. Das ist heute noch kein Match. Terra. Protoss. Ich bin alle Matches Protoss. Und das schon seit jetzt einer Woche. Also 7 Tage. Beziehungsweise 7 Matches lang bin ich Protoss. Oder mindestens 6 auf jeden Fall. Es macht echt Spaß, die ganze Zeit mit der schlechtesten Rasse spielen zu dürfen. Ja, ist super. Ich bin mal am überlegen, ob ich das mal so mache, wie die anderen, keine Upgrades pumpen und einfach nur stupide Armee. Will der mich verarschen? Ist das jetzt ein Deutscher, der kein Englisch kann oder hat? Wieso? Weil der AH geschrieben hat oder was? Ja. Genau deswegen. Der baut sich hier vorne auf. Eck. Jo. Das war blau, das war der bessere von beiden. Ja, der darf rauslecken. Ich glaube, das tut er auch. Das war nämlich gerade wie... Lol, dann sind wir zugebaut. Wollen wir das? Ich will das nicht. Ey, auch nicht. Alter, der Protoss. Hat überhaupt keine Frame-Einbußungen. Jetzt hat er sein Gas angesetzt. Ich brauche auch mein Gas sofort. Ich habe nämlich gerade verpeilt, meins anzusetzen. Bei mir kommt stupide Ground, kein Experimentieren. Davon kommt einfach nur viel. Direkt ans Gas. Da kann ja nicht sein. Wenigstens kriegen wir jetzt inzwischen Gegner, die schon wieder
Ja. Obere Liga sind, oder was meinst du? Ja, die sind ja nicht mal obere, die anderen waren ja auch alle Silber, aber das sind wieder Gegner, die eigentlich in der oberen Liga spielen sollten, könnten, wie auch immer. Ja. War das zwei Gates geaddet? Eins. Das andere ist ein Cybernetic-Core. Upgrades werde ich dementsprechend jetzt keine machen, oder zumindest nicht am Anfang, sondern das wird echt stupide, Army. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wenn wir 100 pro gebrauchen können. Chrono boosten auf Cybernetic Ward, vergiss. Ja, ich guck gerade was anderes. Direkt der nächste Chrono-Boost und Worker. Ich bin hier in den Schatten. Ja, und jetzt fehlen mir zum Beispiel Pylon, weil der noch nicht draußen ist. Und das nächste Warp-Gate kommt bei mir. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, kann man so nicht sagen. Also so wenig Minerals habe ich jetzt auch nicht. Jetzt mit deiner inneren Stimme. Nein, gerade so kam. Sie hat nicht genügend Mineralien. Ja, versuchst du zu fälschen oder was? So, ich habe zwei Hetzer. Ich auch, beziehungsweise drei. Ja. Mein Cybernetic Core ist jetzt auch durch mit Homeworkern. Willst du exen oder was? Ich will angreifen gehen. Ja. Schau dabei. Ja, ich schmeiß vorne bei den Pylon hin. Ja, ich nehme auch einen Worker mit. Ich werde jetzt noch eine Ladung Einheiten rauspuppeln und können wir los. Komm, drittes Warpgate, danke. So. In den Schatten. Na komm, werd fertig. Noch ein Warpgate geaddet. Du auch? Ja. Pylon kommt da. Alter, wo deiner steht. Guck mal, wo meiner ist. Da kommen sie. Da kommen sie. Wie geil. Das heißt, sie haben das auch. Na, zumindest der eine. Mein Pylon ist fertig. Und ich kann gerade drei reinwarpen. Du auch. Ja. Go. Eine Sentry, die gleich direkt... Sentry! Sentry braucht Dings! Die Banshee! Die Banshee! Die will sich 100 Pro gleich unsichtbar machen. Ah, nach. Ich muss noch das vierte Gate öffnen. Aber wir haben's. Alter, rechts, komm mal hoch. Ja, ich will nicht, dass die scheiß Dinger unsichtbar werden. Ja. Ich werd hier schon mit Flink und so weiter fertig. Und komm, komm. Krieg die abgeräumt. Und da ist sie weg. Und bumm. Warte. Cannons bauen? Nein. Der hat schon auf Blink und so weiter gesetzt, ne? Alter, wir sind 2 gegen 1. Ich pumpe auch die ganze Zeit vorne nach. Jo. Da kommt er. Jo. Ja. Und da haben wir's. So gewinnt man schnell. Gegen... Boah, weiß ich nicht. Die haben halt ähnliches direkt versucht. Ja. Pumpen, pumpen, pumpen. Oh, das gab schön in die Ränge.
Ja. Ja, wir sind alle auf einer Ebene, bis auf der Terra. In etwa. Warum habt ihr so viele Armee? Wertearmee hab... Lol. Ich hab doch mit Wertearmee den... Ne, wir haben beide zusammen. Ja. Der Protoss war die ganze Zeit unter uns, der andere. Naja, ich bin immer eingebrochen, weil meine Armee die ganze Zeit oben gegen ihn gekämpft hat. Sieht man hier so, krieg, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wollen wir den dazu noch was schmeißen? Nee, ne? Ich glaube, ich pack die Niederlage und den Sieg hier zusammen. Und dann passt das. Die waren nämlich beide kurz, glaube ich. Nee, das hier war kurz. Nee, egal, das ist dann hier das Montags gewesen, zusammen mit dem anderen Stück. Ich werde es irgendwie schneiden, ihr werdet es dann einfach sehen, das passt schon. Wobei, ich werde mir jetzt mal ganz kurz die Leute mal reinziehen. Immerhin auf Rang 14, Alter, der ist echt Diamant. Alter, 96 Siege, 60 Niederlagen. Der war nur einmal Platin bis jetzt und dann hat er direkt mal wieder Diamant rausgeholt. In der Season danach, gar nicht übel. Der Typ ist gar nicht übel, stetige Verbesserung. Ja. Egal, schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn's wieder ist. StarCraft 2 mit uns, mit mir und Nefkara. Mit mir, dem Nefkara, ja. Auf jeden Fall. Mit mir, dem Nefkara und dem Yoshi. Jo, Nacht. Wir wünschen euch was. Haut rein, Leute. Ciao.